So, willkommen zurück bei House Flipper. Nächste Folge. 41.000 auf dem Konto, aber ich will... oder? Machen wir das verbrannte Haus. Komm, wir machen erstmal noch eine Mission. Können wir nochmal eine neue Farm machen? Neues Familienmitglied. Guten Tag, meine wunderschöne Frau ist endlich schwanger und wir rennen wie verrückt, aber auch sehr unglücklich, glücklich, hin und her und haben alle Hände voll zu tun. Eigentlich habe ich selbst keine Ahnung, wo ich beginnen sollte, bevor meine Prinzessin auf die Welt kommt. Wir wissen schon ganz sicher, dass es ein Mädchen wird. Wir haben ein malerisches, winziges Häuschen für uns drei gekauft. Leider muss da noch kräftig aufgeräumt und das Kinderzimmer vorbereitet werden. Kann ich mich darauf verlassen, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann? Beim Kinderzimmer denke bitte unbedingt daran, ein Bettchen zu kaufen, eine Wickelkommode, vielleicht irgendwelche Spielsachen. Du hast da doch viel Erfahrung, oder? Und male die Wände für unsere kleine Prinzessin unbedingt hellrosa an. Vielen Dank, Markus Seifert, bald überglücklicher Vater. Alter, ist eine Bruchbude. Na gut, dann... Gott, Alter, ist altdreckig. Müssen wir hier erstmal reinen Tisch machen. Beziehungsweise hier erstmal alles aufräumen. Ach, die Mission kenne ich sogar noch. So. Flur ist fertig. Alter, was ist denn das für ein Sauhaufen? Was habt ihr denn hier gekauft? Alter, ist ja... Alter, ist das räudig. Jawohl, neuer Fähigkeitspunkt. Ach, aufräumen. Schneller Ultramob. Du siehst, ja, ich nehme den Ultramob. Auf jeden Fall. Alter, jetzt geht's aber ab. Okay, der Ultramob ist bombastisch gut. So, irgendwas ist noch dreckig. Ach, hier. So, Fenster reinigen sollen wir auch noch. Okay, machen wir natürlich. Man muss zum Glück nicht wirklich 100% reinigen. Sondern ich sag mal so grob. Da muss ich auch keine Zeit lassen. Super. Oh, ich hänge. Ich hänge. So, auch die Fenster. Oh. Wow. Also wenn man den Dreh so ein bisschen raus hat, dann ist das ja... Easy. So, Wohnzimmer auch fertig. Alter, ihr habt echt Glück, dass ich das hier alles für euch mache. 98%. Irgendwas ist noch dreckig. Ach nee, Fenster reinigen muss ich nur noch. So, das ist auch fertig. Alter, Leute. Wer hat denn hier vorher gewohnt? So, 79%, 89%. Okay, Fenster reinigen. Und auch das noch. Sehr schön. Schlafzimmer fertig. Ich hänge irgendwo. Gut, dann das Kinderzimmer. Also, was wir auch noch ausstatten müssen. Willst du wirklich kein Kind wohnen lassen? So, da ist noch ein bisschen Verschmutzung. 99. Ah, okay, sehr gut. So, Fenster reinigen. Oh, da müsste mir aber viel Geld. Ja, ich bin jetzt schon bei 4.000 Dollar oder Euro, die ich bekomme. So, dann sollen wir streichen in
Was? Hellrosa, ja. Komm, holen wir uns gleich L. Ich hoffe, dass ich vielleicht die nächste Stufe erreiche. Einmal. So, also 4 und ein paar Wände schaffe ich. Ich brauche unbedingt eine bessere. Eine bessere Rolle. Ich hoffe, dass es das gibt. Eine, die ein bisschen schneller auch ist. Jawohl, neue Fertigkeitspunkt. Gucken wir uns gleich an. Sind sie fertig? Ja. So. Weniger Verbrauch von Farbe. Streiche 3 Wände gleichzeitig. Ich streiche schneller. Ich mache das mit den Wänden. Das mit der weniger Farbe muss ich auch unbedingt machen. Ich muss auch, glaube ich, das gesamte Zimmer streichen, ne? Alter. Mann! Auftrag beenden? Nee, nee, nee. Ich will, wenn dann schon alles hier 100% machen. Ich hoffe, dass der Eimer reicht. Schon wieder alle, Alter. So Mini-Ecken, die sind immer die beschissensten. So, jetzt müsste aber eigentlich alles passen. Ich hoffe, der Eimer reicht. Oh, der Eimer wird gleich alle sein. Nein, der Eimer ist alle. Nee, doch nicht. Glück gehabt. Jetzt ist er alle. Scheiße. Ah, doch nochmal einkaufen. Ich glaube aber, so ein Esseimer müsste jetzt reichen. Lass mal gucken. Bisschen durcheinander gekommen hier. So. Das haben wir noch nicht. Und ich glaube, oben müssen wir noch ein bisschen was streichen. Yes, fertig. Oh, super. So, dann noch einkaufen. Also, wir brauchen ein Kinderbett. Achso, wird ja alles angezeigt. Na? Dann eine Wickelkommode. Ah, okay, steht nicht ganz an der Wand, ist egal. Ein Regal. Und ich glaube, irgend so eine Sitzecke brauchen wir noch, ne? Ja, zwei Stück. Aufgabe beendet. Auftrag beenden. 7000 Euro. Wow. Okay, das hat sich dann gelohnt. Ziemlich langer Auftrag, Alter. 4 Stück, geil. Ich
bitte um Hilfe. Geld ist kein Problem. Ich bin eine ältere Person und vermiete schon seit Jahren Wohnungen an Studenten. Leider hat mich diesen Jahr ein schreckliches Unglück ereilt. Ich habe es mir mit einer äußerst verdächtigen Gesellschaft zu tun bekommen. Sie haben nicht rechtzeitig gezahlt, also bin ich gekommen, um zu überprüfen, was hier vor sich geht. Als ich die Tür zur Wohnung geöffnet habe, war mir, als ob mir das Herz im Leibe stehen bleiben würde. Das ganze Haus versaut, auf dem Boden überall Bierdosen, Schlamm, Flaschen. Und sie selbst sind in der Küche zufrieden auf dem Boden gelegen und haben gesoffen. Nach meiner Warnung, dass ich sie hinauswerfe, wenn nicht gezahlt wird, haben sie bezahlt. Wie sich später herausgestellt hat, haben sie einfach die Heizkörper als Altmetall verkauft, um dann das Geld zu bekommen. Meine guten alten Möbel sind weg, dazu haben sie, wie es scheint, die halbe Müllhalde reingetragen. Ja, und am Ende haben sie noch die Stirn gehabt, die Auszahlung der Kaution zu fordern. So etwas aufzuräumen und zu putzen wäre nichts für meine Nerven, noch für meine Gesundheit. Bitte sich diese Angelegenheit anzunehmen. Da, ja, fehlt irgendein Wort. Alter. What the fuck? Ach du heilige Scheiße. Reinige Verschmutzung? Im Flur? Was? Ach ja. Boah, echt da oben in der Ecke. Alter. Wow. Okay, das ist wirklich räudig. Okay. So, irgendwo ist noch Müll? Okay, wir putzen erstmal. Wände kriege ich auch sauber. So, räume den Müll weg. Where the heck ist denn Müll? Ich sehe keinen Müll. Ehrlicherweise, das hier ist Müll, oder was? Oh Gott, okay. War mir nicht bewusst, dass das Brot da Müll ist. So. Können wir Fenster öffnen. Und eine Heizung soll ich montieren, okay. Und ich soll die Wände weiß streichen. Gott, die Frau hat aber auch viel, was sie mir übergeholfen hat. Okay, aber weiße Farbe, endlich mal schön, dass wir sowas haben. Hallo? Ah, und wir trainieren. In dem Sinne noch mal ein bisschen unsere Skills. Ich muss unbedingt Farbe sparen beim nächsten Mal. Also dieses die Skill-Farbe sparen. Selbst dafür reicht es schon nicht mehr. Oh, ich hoffe, der Eimer reicht. Prozent gerade mal. Das sind alles Wände. Zählt alles. Hä?
Es ist doch weiß. Okay, ich verstehe nicht so ganz, warum ich das Weiße auch nochmal weiß machen kann. Ja gut, aber ich denke, die Hauptwände werden schon ausreichen. Boah, ich hoffe, der scheiß Eimer reicht jetzt. Ja, gut, erreicht. Sehr gut. Ja, geschafft. Sehr geil. So, Tür zu. Mülleimer kannst du... Mülleimer vor allem. Wenn du eine Person mit Kakerlakenphobie bist, kannst du den allgemeinen Spieloptionen Kakerlaken in Glasstücke verwandeln. Okay, gut. Alter, ist das eklig. So, da ist noch Dreck. 72%. Ach, da oben. Okay. Und? Da. Ja. 90%. 97%. Ach, hier. Ja, oh, sehr gut. Flo geschafft. Fuck, Alter. Boah, das ist ja wirklich ein Langzeitprojekt. Hallo? Da werden wir noch einiges zu tun haben jetzt. Da haben die Studenten aber hier wirklich einiges getan. So 97%. So. Fenster reinigen. Und eine neue Heizung. Können wir mal eine große kaufen? Für den kleinen Raum hier. So, Schlafzimmer. Naja, gut. Schlafzimmer fertig. So, Bad sieht auch ganz grauenvoll aus. So, 85% gereinigt. Ach, hier oben. 97. Okay, sehr gut. Dann Waschbecken und Badezimmerheizung. Herangebastelt und dann das neue Waschbecken. Hallo? Ich weiß gar nicht, ob das reinpasst von der Größe. Also mal davon abgesehen, muss ich das erstmal alles aufdrehen. So, ich glaube, das kennen wir sogar schon. Verbindung, zack. Ja. Holzgestell ran. Badezimmer fertig. Neuer Fertigkeitspunkt. Schnelle Vergipsung. Halte bis zu 3 Fliesen oder Paneele gleichzeitig und lege sie um 25% schneller aus. Ich mache erstmal die Montage auf 100%. Weil das ist das Einzige, was wir jetzt überhaupt gerade machen können. Vergipsen und sowas, das ja, haben wir halt noch nicht gelernt. So, Müll ist weg. Jetzt noch Dreck, Dreck. Sehr gut. So, Fenster reinigen. Alter, da müsst ihr ja wirklich die ganze Bude neu machen.
Heizung montieren. Ich weiß nicht, kann sein, dass die nicht hinpasst. Muss mal gucken. Doch, passt, sehr gut. Alter, das sind mal 100%. Schlafzimmer fertig. Tür zu. Neue Errungenschaft. Also neuer Fertigkeitspunkt. So, was hier dreckig? Achso, nicht mehr. Sehr gut. Aufräumen 50% schneller. Okay, wirf den Müll in Reichweite weg. So, Fenster reinigen. Fenster reinigen gibt's gar nicht, ne? Also, dass man das verbessern kann, meine ich. Oh, das Montieren ist eine absolute Wucht. So, eine schöne Waschmaschine. Ach, scheiße. Montiere die Geräte. Ah, okay, und jetzt kann ich die Waschmaschine kaufen. Okay. Alter, jetzt wird's aber kriminell. So, und jetzt wird's an die Wand gestellt, oder was? Was ist hier los? Fertig, sehr gut. Fuck you, Alter. Ah, geil. Alles, was in der Nähe ist. Oh, das ist natürlich hervorragend. So, 89%. 93%. Oh, fuck, Alter, ist hier noch dreckig. So, hier den Lachs. 98%. Oh, fuck, was ist denn noch dreckig? Sieh's nicht. Doch, da hinten. Oh, sehr gut. ...3200 kriege ich gerade mal. Boah, ist das wenig. Dafür, dass ich hier schon so ewig an dieser Bruchbude rumbastel. So, und jetzt geht's zum schlimmsten aller Räume. So kämpft man also Kakerlaken, ja. Auftrag beenden. Alter, Alter. Oh, fuck you. Also die Kakerlaken bekämpft man am besten mit dem Staubsauger. Okay, super. Oh, die eine Messi-Höhle haben die hier zurückgelassen. Eklig. Alter Schwede. Und ich krieg, naja,
$1000 kriege ich bis jetzt gerade mal. Vor allem, da geht's auch noch weiter auf dem Balkon. Scheiße. Schöne Bude, muss man einfach mal zugeben. 99% Scheiße. Da. Ja, sehr gut. Fenster reinigen. Kurz an der Tastatur hängen geblieben. So, Heizkörper noch. Mondion. Da können wir ruhig wirklich einen großen nehmen. Alter, der Auftrag, der nimmt aber schon die ganze Folge wieder in Beschlag, ne? So. So, reinige die Verschmutzung. Also ich meine, ich mache es ja gern für die alte Frau, ne? Würde mir zwar ein bisschen mehr Geld wünschen, aber ist egal. Persönliche Meinung. So, 99%. Ah, sehr gut, Fenster reinigen. Und eine Heizung kaufen. So, da kommt wieder eine kleine rein. Shit. Auftrag beendet. Oh, sehr gut. 5700. Oh Gott, war das eine Arbeit. Oh. Meine Güte. Das fand ich ein bisschen wenig. Aber okay. Müssen wir wohl mit klarkommen. Oh. Es gibt neue Farben. Schön. Ja, dann werden wir vielleicht mal in der nächsten Folge dieses kleine Kackhütchen, was wir hier besitzen, vielleicht mal neu machen. Also ich meine, wir haben 53.000 mittlerweile. Und ich denke, es ist wirklich angebracht, dass wir diese Hütte mal auf Vordermann bringen. Außerdem leveln wir nebenbei noch ein bisschen Malfähigkeit, also hier die Streichfähigkeit, das ist die Malfähigkeit. Also keine Kinder. Gut, okay, machen wir Schluss für heute. Also hier setzen wir dann morgen an oder in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze hier mache. Und dann werden wir mal unsere eigenen vier Wände ein bisschen sauber machen und ein bisschen schöner machen. Also dann komplett fertig. So, die Ecke mal jetzt hier noch. Mann. Und dann, was, ist schon wieder leer? Hör auf. Werden wir nochmal gucken, ob wir vielleicht ein eigenes Haus bekommen, was wir nochmal renovieren können. Das würde mich eigentlich sehr freuen, wenn wir das nochmal irgendwann machen. So, ich mache jetzt hier die Ecke noch ganz kurz fertig. Also, dann sehen wir uns morgen. Und dann lassen wir uns alle überraschen. Ich besonders. Okay, schade. Auf Wiedersehen, meine Lieben. Haut rein.